Herzlich willkommen zum kleinen Erklärfilm zum Wärmeübergangs- und Durchlasswiderstand. Schauen wir uns einen Bauteilquerschnitt, der nur aus einer einzigen Schicht besteht, einmal an und tragen den Temperaturverlauf, der sich unter konstanten oder stationären Randbedingungen ergibt, auf. Wir haben die Temperatur, Innenraumlufttemperatur, die Oberflächentemperatur innen, die Oberflächentemperatur außen und die Lufttemperatur außen. Hierbei fällt auf, dass die Temperatur von der Luft innen zur Oberfläche innen abfällt. Das heißt, hier muss ich einen Widerstand haben, der sich aus dem Übergang von der Luft zur Oberfläche zum festen Material ergibt. Innerhalb des Bauteils habe ich einen linearen Verlauf, außen dann wieder einen Übergang. Und an diesen Stellen, innen und außen, spreche ich dann auch vom Wärmeübergangswiderstand RSI innen bzw. RSE auf der Außenseite. Der Übergangswiderstand hängt in der Realität sehr stark von den Randbedingungen, das heißt Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit etc. ab. Für die Baupraxis ist das viel zu genau, viel zu kompliziert und wird deswegen sehr stark vereinfacht. Nach DIN EN ISO 6946 ergibt sich für energetische Berechnungen ein von der Richtung des Wärmestroms abhängender Übergangswiderstand innen. Hierbei wird unterschieden zwischen der Wärmestromrichtung nach oben, also zum Beispiel ein Flachdach auf der Innenseite, der Wärmestrom in horizontaler Richtung, also eine Außenwand, und ein Wärmestrom, der abwärts gerichtet ist. Die entsprechenden Übergangswiderstände ergeben sich zu 0,1, 0,13 bzw. 0,17. Auf der Außenseite unterscheide ich nur zwei Fälle. Fall A: Wenn das Bauteil gegen Außenluft grenzt, ergibt sich ein Übergangswiderstand von 0,04. Wenn ich auf der Außenseite keine Luft, sondern zum Beispiel Erdreich oder auch eine Flüssigkeit habe, muss ich dementsprechend keinen Übergangswiderstand berücksichtigen. Wie sieht es jetzt innerhalb des Bauteils aus? Auch da habe ich einen Temperatursprung oder eine Temperaturänderung. Und überall da, wo ich eine Temperaturänderung habe, habe ich auch einen entsprechenden Widerstand. Hier sprechen wir jetzt vom Wärmedurchlasswiderstand, zu unterscheiden vom Wärmedurchgangswiderstand, dazu später, einer Baustoffschicht. Es gibt noch andere Fälle, die wir separat bewerten. Und gemäß der Definition für die Wärmeleitfähigkeit ergibt sich der Wärmedurchlasswiderstand einer Baustoffschicht aus dem Quotienten Dicke dividiert durch Wärmeleitfähigkeit Lambda. Dazu ein einfaches Beispiel. Wir wollen berechnen den Wärmedurchlasswiderstand einer 10 cm dicken Wärmedämmung mit einer rechnerischen Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter Kelvin. Berechnung ist ganz einfach. Dicke dividiert durch Wärmeleitfähigkeit ergibt den Wärmedurchlasswiderstand von 2,857 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Wie sieht es aber aus, wenn ich andere Materialien verwende, die den gleichen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen sollen? Untersuchen wir hier die Materialien Holz mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,13 Watt pro Meter Kelvin, Kalksandsteinmauerwerk mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,7 und Stahlbeton mit einer Wärmeleitfähigkeit von 2,5. Probieren Sie es selber. Wir erhalten für das Holz eine erforderliche Dicke von 37 cm. Das Mauerwerk muss schon 2 Meter dick sein und Stahlbeton theoretisch 7,14 Meter. Das sind natürlich alles theoretische Werte. In der Praxis ergeben sich bei solchen Dicken
bei solchen Dicken natürlich andere Effekte, die wir hier nicht berücksichtigen.